Ich habe relativ viele Kommentare bekommen unter meinen Videos. Zeig doch mal deine Uhren mit der Leuchtmasse. Ja, ich habe es bei vielen Uhren bisher nicht getan, kann es auch in den Videos nicht nachholen. Aber ich kann euch bei einigen ausgewählten Uhren aus meiner Sammlung mal einen direkten Vergleich zeigen. Und das ist jetzt dieses Video hier, die Zinn Night Shot Challenge. Lasst euch überraschen. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Wenn dir meine Videos gefallen, jetzt wäre ein perfekter Zeitpunkt, meinen Kanal zu abonnieren. Das könnt ihr machen unten rechts oder am Ende des Videos oben rechts. Ich hatte viele Kommentare, dass in meinen Videos keine Nightshots, keine Leuchtmasse der Uhren gezeigt wird. Das stimmt, ich gelobe Besserung, wann immer es möglich ist, möchte ich es zukünftig in meine Videos einbauen, wenn es das Videosetup und die Situation der Aufnahme es erlaubt. Dieses Video ist ausschließlich über Leuchtmasse. Und zwar habe ich einige meiner Uhren aufgebaut, habe sie mit einer Taschenlampe beleuchtet, mit meinen Videolampen beleuchtet, es dann total dunkel gemacht und eine Zeitrafferaufnahme gemacht. Da ich alles mit meinem iPhone drehe, ist die Qualität nicht berauschend, das schicke ich vorweg. Und am Ende scheint es so zu sein, dass alle Uhren eine grottenschlechte Leuchtkraft haben. Das ist nicht so. Ich kann die allermeisten Uhren auch nach 5 oder 6 Stunden noch ablesen. Insofern ist dieses Video nur eine Aussage über den relativen Vergleich zwischen den Uhren. Es ist keine Aussage über die absolute Leuchtkraft, die die Uhren an den Tag legen. Wie gesagt, die allermeisten kann ich auch nachts nach 4 oder 5 Stunden noch ablesen. Das sieht in dem Video anders aus und das ist meinem technischen Equipment geschuldet. Ich bitte das also zu berücksichtigen, wenn ich euch jetzt die Aufnahme zeige. Und jetzt geht es direkt in mein Setup. Ja, das ist mein Setup. Ich habe einige Uhren aus meiner Sammlung genommen und habe sie angeordnet. Sie sind nicht völlig symmetrisch und gerade angeordnet, was daran liegt, dass ich einige Bänder nicht demontiert habe und die Uhren einfach sichtbar bleiben sollen. Noch einmal der Hinweis: Es geht hier nicht um die absolute Leuchtkraft, sondern nur um den Vergleich untereinander. Ich kann die meisten meiner Uhren die ganze Nacht hindurch ablesen. Wer es sportlich nehmen möchte, kann jetzt gerne auf Pause drücken und in die Kommentare schreiben, was sein Favorit ist. Jetzt geht es aber los. Noch sind alle Uhren sehr gut sichtbar. Ihr könnt bei der Nummer 14, dem EZM3 und den beiden 104ern, der Nummer 3 und Nummer 5, den springenden Sekundenzeiger sehen und seht, dass ich alle 10 Sekunden eine Aufnahme gemacht habe. Jetzt wird schon langsam sichtbar, dass die unmittelbare Einstrahlung mit Taschenlampe und Videoleuchte nachlässt. Bis auf die Nummer 7, meine sehr, sehr günstige Casio, sind alle Uhren noch mehr oder weniger gut ablesbar. Wobei die Nummer 12, die 556 Jubileo mit der extrem dünnen Leuchtmasse, die Nummer 4, meine alte 856, sowie, wie von mir erwartet, die Nummer 6, die 903 ST, bereits deutlich nachlassen. Jetzt nach einigen Minuten sieht man auch schon, dass die UX auf der Nummer 1 nicht mehr so gut sichtbar ist hier im Video. In Real wäre sie immer noch gut und deutlich ablesbar, aber in der Relation zu den anderen Uhren sieht man schon deutlich, dass die UX nachlässt und auch die U1, was mich überrascht, weil ich hatte einen subjektiven Eindruck, dass sie deutlicher leuchtet und deutlicher sichtbar ist, hier im Video nicht mehr so präsent ist. Die 7563 auf der Nummer 13 wird langsam auch etwas blasser, tritt in den Hintergrund. Noch ist der EZM3 auf der Nummer 14 gut ablesbar, obwohl er relativ schmale Zeiger und feine Indizes hat, bleibt er deutlich sichtbar. Die U1 ist mittlerweile in einem Bereich, dass man sie hier im Video kaum mehr erkennen kann. Noch einmal der Hinweis: Es ist nur die Relation, keine absolute Leuchtmasse. Die Achse der Nummer 8, die 103 STSA, die Nummer 9, meine neue 857 von der Lufthansa, sowie die beiden 204er auf 3 und 5 sind weiterhin extrem gut sichtbar. Zumindest was die Zeiger betrifft bei der 104 ABE. Die arabischen
Indizes sind nicht mehr zu erkennen, aber die Zeiger nach wie vor, und das ist für mich persönlich eine Überraschung. Bei der 857 verblasst als erstes der Stundenzeiger, der Minutenzeiger bleibt weiterhin sichtbar, auch das hat mich etwas überrascht. Mein subjektiver Eindruck über die Jahre hat sich bestätigt, dass die leuchtstärkste Uhr, die ich habe, in der Tat meine 103 STSA ist, obwohl sie zu meinen ältesten Uhren gehört und ich hier eigentlich ein gewisses Altern der Leuchtmasse erwartet hätte. Ja, ich hoffe, euch hat diese Art der Darstellung gefallen. Ich werde gleich noch einmal einen Schnelldurchlauf machen, wo die Leuchtmasse in noch einmal beschleunigtem Ablauf sich etwas schneller und deutlicher verändert. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da, schreibt rein, wie ihr so etwas findet, ob ich das vielleicht noch einmal mit anderen Uhren machen sollte, wenn ich Uhren entsprechend zur Auswahl habe, was eure Erfahrung mit Leuchtmasse ist und was euch sonst noch so dazu einfällt. Ich würde mich freuen, mich mit euch darüber auszutauschen. Jetzt aber zu dem schnelleren Durchlauf. Ich bin gespannt, was ihr da im Anschluss dazu sagt. Der Schnelldurchlauf dauert nur 40 Sekunden und deckt ungefähr eine Stunde ab. Hier wird der Unterschied noch einmal wesentlich deutlicher. Am Ergebnis ändert sich hingegen nichts. Ja, meine nächsten Videos werden wieder ganz normale Videos sein, mit einzelnen Uhrenvorstellungen und andere Uhrenthemen abdecken. Freut euch drauf, das war eine Ausnahme und ich habe sie gemacht, obwohl mich die Videoqualität etwas ärgert. Ich fand es trotzdem interessant und hoffe, ihr hattet euren Spaß dabei. In diesem Sinne, euer Watchmaxe.